So, man sieht's vielleicht am Ladebildschirm. Ich dachte jetzt zum Schluss noch was Entspanntes. Also es wird jetzt das letzte Spiel sein, was ich jetzt hier einfach mal anzock. Vielleicht mache ich es auch. Also ihr könnt da, für die, die jetzt bis hierhin durchgehalten haben, ihr könnt ja selber, schreibt es was ihr sich in die Kommentare, wenn ihr ja im Spiel dabei habt, was ihr nochmal mehr Let's Played sehen wollt. Abgesehen von Star Citizen, das wollte ich ja eh machen, eigentlich. Schreibt es einfach mal rein, dann mache ich das. Ich sehe zum Beispiel bei Stellaris gibt es immer noch viele relativ aktuelle Let's Plays. Ich hatte es ja eigentlich nicht gemacht, weil ich dachte, das macht ja jetzt jeder und gibt es schon viele und wer weiß, ob das noch lange geschaut wird, so, ob das noch viele sehen wollen. Aber es wird noch relativ oft geguckt. Also ich selber spiele es ja auch noch, weil es ist einfach ein sehr geiles Spiel. Ist wirklich. Ich habe lange darauf gewartet, auch bevor es angekündigt wurde. Habe mich sehr darauf gefreut und wurde nicht enttäuscht. Was machen wir denn? Machen wir mal ein neues Spiel, ne? So, machen wir mal neu erstellen. Neues Reich erstellen, ja. Jetzt ist die Frage der Fragen. Phänotyp. Tja. Ist das ein Schnabeltier, Roendo? Ist die Frage, wollen wir ein Säugetier sein? Oder wollen wir eine Echse sein? Oder. Ich glaube, Vogel möchte ich eher nicht sein. Insekt finde ich interessant. Molluskoid ist auch cool. So mehr so Schnecke. Oder Cthulhu. Ist schwierig, ne? Was ist man denn da? Pilz ist natürlich, finde ich auch sehr cool. Ich wollte schon immer mal Pilz sein eigentlich. Aber ich habe schon eine Pilzrasse, deswegen werde ich das jetzt im Let's Play vermutlich nicht nochmal Pilz machen. Ich glaube, ich gehe mal in die Richtung Reptil. Mal sehen, ob mir hier was gefällt. Das sieht ja sehr lustig aus. Du bist auch Reptil. Siehst gar nicht so reptilisch aus. Du siehst dagegen sehr reptilisch aus. Ein Frosch wollen wir nicht sein. Ein gruseliger Frosch auch nicht. Das sieht irgendwie komisch aus. Eine Schildkröte. Tja. Da fehlt mir leider die Gewandung. Das kann man, schätze ich mal, nicht auswählen. Vielleicht sind wir ja auch mal die. Oder sind wir die? Ich meine, die sehen ja wirklich sehr krass aus irgendwie. So. Sieht schon aus wie eine höhere Alienrasse. Das sieht eher aus wie ein bisschen, ja, aber wohl die auch. Die sehen ein bisschen böse aus. Ist halt die Frage, wollen wir ein böses Imperium sein? Ist alle unterjocht und vereint oder sind wir mehr so die, ja, Guten, sagen wir mal die Guten. Ja, sind wir mal die Guten, ne? Ist ja auch Evil Bob, Evil Let's Plays, deswegen sind wir jetzt die Guten. Zufallsname, oh, Teti, gefällt mir schon fast. Resheti, Mektpux, Na, Mektpux, Boxbuck, Bandurian, Oxpraxi, Zytan. Wir sind. Die Evolum. Nee. Evilum sind wir. Und Meral ist Evil Lümmel. Nee. Also Evilum. Ach, was soll ich? Ist jetzt nicht der beste Name, kann man aber lassen. Klingt jetzt. Kann man sich schon vorstellen. Evilum vielleicht nicht, ne? Evilum Tar ist da Plural, wie auch immer ich darauf komme, was auch immer da für komische Denkvorgänge in mir das jetzt. Mektpuxisch Adjektiv, oh Gott, Evilumisch, ja. Ja, ja, das sind wir. Anführernamen, wir sind ja eigentlich Reptil. Das gefällt mir, ich werde vermutlich eh vieles umbenennen müssen, aber das kann man ja mal machen.
jetzt das sehr am schwierigste vom Charakterdesign. Können das mal alles, was Minus macht, dicker denn Produktion ohne Sklaven, minus 10%. Nee, Sklaven, also ich bin ja nicht so der mit Sklaven, ne? Fleißig, Feldproduktion Materialien, Feldproduktion Credits, Nahrung, intelligent ist ja eigentlich mal was Geiles. Aber man könnte natürlich auch begabte Soziologen. Sozialforschung braucht man viel, nehme ich vielleicht mal nicht. Anpassungsfähigkeit, Bewohnbarkeit minus 10, nein. Schnelle Fortpflanzung ist natürlich auch nicht schlecht. Nehmen wir es mal mit rein, begabt. Schnelle Lerner, langsame Lerner. Erfahrungszuwachs für Anführer minus 25%. Könnte man sich mit überlegen als Minuspunkt. Stark, Schadensbonus Armeen. Dann höchstens eher so, sesshaft. Das ist okay, sesshaft kann man mit reinnehmen, willst du eh nicht so gerne umher siedeln. Achso, man kann auch maximal nur 4 nehmen, ne? Gemeinschaftlich, plus 1. Zufriedenheit plus 5, dann nehme ich vielleicht die Forschung wieder raus. Und geringe Fortpflanzung, stark, bla 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 bla. Was denn jetzt? Langlebigkeit. Plus 30, sehr langlebig. Plus 90 Jahre Leben. Da könnt ihr natürlich sehr, sehr gut Erfahrung sammeln. Aber 5 Punkte, da mache ich ja. Ja, das ist die einzige positive Fähigkeit, die man dann nehmen kann. Den Rest muss man dann mit negativen ausgleichen. Ethikabweichung minus 20. Auch nicht schlecht. Ich nehme mal dieses eine Langlebigkeit mit rein. Wo ich ja gemeinschaftlich noch mit reinnehmen wollte. Zufriedenheit ist immer wichtig. Wenn man dann Zufriedenheit plus 5 hat, aber Schadensbonus Armeen plus 20 und Feldproduktion plus 5 Mineralien ist auch eine verdammt gute Sache. Ne? Gut, die schnelle Fortpflanzung ist auch brauchbar, aber ob man es jetzt unbedingt braucht, dann tue ich eher im ganzen Imperium dafür sorgen, dass die Leute zufriedener sind. Robust. Charismatisch. Zufriedenheit für andere Spezies. Ist natürlich für Diplomatie auch gut, aber machen wir das auch noch so. Tja. Ob das jetzt was Gutes ist, wie ich das zusammengebastelt habe, weiß man nicht. Anpassungsfähigkeit, Bewohnbarkeit plus 10% ist natürlich auch eine verdammt coole Sache. Da müsste ich aber 2 Sachen wieder rausnehmen. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Plus 10% Bewohnbarkeit. Nee, das können wir dann durch Forschung und alles noch machen. Unsere Gemeinschaftlichkeit meistens eher schwer. Okay, machen wir mal schnell weiter. Wie sind wir denn männlich? Und, oh Gott, Name. Loxodal, das klingt doch gut. Herrschertitel. Es ist natürlich ein Imperator, ist das. Imperator. Oder, ja. Erbentitel. Gibt's nicht. Farbvarianten. Oh, wir können auch unsere Farbe wählen. Oh, geil. Was sieht denn mal so richtig? Sind wir grün? Grün gefällt mir eigentlich. Blau. Ich glaube, ich bin eher so die Blassen. Die sehen noch ein bisschen arroganter aus. Kleidung. Was hast du denn da? Das sieht gut aus. Ich glaube, wir sind das. Frisur. Aha. Nee, dann eher so. Aber schön, dass man überhaupt eine Frisur noch wählen kann. Ist schon mal was. Auf was leben wir denn? Ich glaube, Tundra-Welt. Wir leben auf der Tundra-Welt. Haben uns da etabliert. Heimatwelt.
Was ist denn unsere Heimatwelt? Schwierig, da jetzt was halbwegs ernst gemeintes zu nehmen und es dann trotzdem noch dümmlich mit meinem Kanal zu verbinden. Wir nennen es Ephrom. Ephrom ist irgendwie, keine Ahnung, woher das kommt. Systemname ist natürlich, genau, ist doch ganz logisch. Evil Prime ist unsere Heimatwelt. Systemname ist natürlich einfach nur Evil. Ist halt jetzt so, ne? So, machen wir weiter, ja. Architektur. Ja. Sagen wir, sind ja eigentlich Reptilien. Das passt auch ganz gut. Würde ich gleich mal so nehmen. Die nächste schwierige Entscheidung. Einflussgewinn, Rivalität, Diplomatie, Einflusskosten, minus 25. Xenophil, nee, kollektivistisch, Toleranz, Sklaverei brauchen wir nicht unbedingt. Ethikabweichung, minus 10 ist schon mal nicht schlecht und Wachstum ist schneller. Toleranz, Sklaverei können wir auch wegmachen. So, das können wir materialistisch können wir nicht nehmen, weil wir ja spiritualistisch sind. Zufriedenheit im Frieden, Zufriedenheit im Krieg. Maximale Rivalen plus 1, Waffenschaden plus 3. Vertrauenszuwachs minus 20, Bewohnermodifikator, Zufriedenheit plus 10, wenn Krieg. Wir wollen ja eigentlich nicht die ganze Zeit im Krieg sein, dann sind wir wohl, glaube ich, eher pazifistisch. Mir würde ja das noch fetzen, materialistisch. Ein bisschen mehr Forschung, vor allen Dingen prozentual. 5% ist schon mal viel. Aber das mit dem. Aber wir haben ja selber eigentlich. Wachstumsdauer. Mehr wachsen. Wenn wir schneller wachsen, können wir schneller forschen. Aber irgendwann. Es ist schwierig, sich so ein Volk hier zusammenzubasteln. Man hat so viele Möglichkeiten, auch so viele Möglichkeiten, wie man es spielen kann. Ja, ich glaube, ich bin fast schon noch pazifistisch. Oder? Sind wir noch zusätzlich xenophob? Mögen wir andere Alienrassen? Kriegen wir mehr Einfluss durch Rivalen? Das würde ja eigentlich eher oben dazu passen. Spiritualistisch würde mir noch gefallen wegen der Ethikabweichung, damit sich nicht so viele Randgruppen bei uns bilden. Vielleicht sind wir auch fanatisch materialistisch, damit wir ordentlich forschen können, weil. Zufriedenheit, obwohl sind wir noch einfach zufriedener. Geht halt nicht, man kann halt nur maximal 1 voll ausbauen. Aber da können wir besser Diplomatie schmieden. Okay, nee, das ist es jetzt, da bleibe ich jetzt. Direkte Demokratie, ich halte eigentlich nicht davon, also ich mag keine Wahlen eigentlich. Plutokratische Oligarchie. Feldproduktion, Bergbaustation, Baukosten. Ja, das klingt gar nicht schlecht. Kernsektorsysteme plus 5. Wir können also noch mehr als 5 Systeme manuell verwalten, aber ich glaube, das ist nicht sinnvoll, weil man hat schon so genug zu tun. Forschungsalternativen plus 1. Anführerlimit plus 1. Individualistisch bräuchten wir für. Was war denn individualistisch? War doch hier irgendwo, ne? Hä? Doch.
Ach so, wir dürfen erleuchtete Monarchie dürfen wir nicht nehmen, wenn wir individualistisch sind. Alles klar. Und genau das gleiche hier. Forschungsgeschwindigkeit plus 5%, ne? Also ich stände jetzt zwischen dem und dem. Man könnte es ja irgendwann noch mal verbessern dann später. Energie und Mineralien plus 5%. Gefällt mir eigentlich fast besser. Aber lasst uns mal die Forscher sein. Wir haben ja eh ein bisschen, wir sind ja ein bisschen am Forschen, denke ich. Und Feldproduktion, Energiecredits plus 5%. Lass ich mal weg. Mach dafür das. Fanatisch materialistisch. Das heißt, wir können richtig, richtig krass forschen. Ist die Frage, lieber eine Alternative mehr und ein Anführer mehr oder lieber Forschungsgeschwindigkeit allgemein plus 5%? Ich glaube, ich würde eher die Alternative nehmen. Das ist viel wert, wenn man noch eine mehr Alternative hat zum Auswählen, was man denn dann so forscht. Ne? Okay, aber es doch fast geschafft. Was ist denn jetzt Name? Oh Gott. Ah, nee. Obwohl Evilibrium, wenn man es zwei, dreimal durchliest, klingt es dann doch irgendwie glaubhaft. Obwohl, es wäre eigentlich ein Evilibrium. Vielleicht so Evilibrium wäre vielleicht dann mit Doppel-L, ne? Evilibrium. Adjektiv. Ach du Scheiße. Evilibrisch. Ja, wird schon stimmen. Flagge! Wir sind irgendwas Forschermäßiges, also müssen wir irgendwas nehmen, was so ein bisschen forschermäßig aussieht, ne? Paradox, achso, ja. Ne, ich glaube, eher quadratisch passt mehr zu uns. Und zwar schwierig, ne? Sehr schwierig. Ich glaube, wir nehmen das. Und wir nehmen auch eine andere Farbe. Da wir ja eher so mit unseren blauen Augen, denke ich, sind wir ja eher so blau. Oder hell türkisblau, ne? Genau. Sekundärfarbe. Ach, es gibt kein Weiß. Das ist schade. Gibt mehr so ein dunkles Grau. Das nehme ich, genau. Das ist korrekt. Achso, jetzt können wir das ja noch... Oh, hier gibt es so viele Möglichkeiten, aber ich lasse das gleich so. Das passt gleich irgendwie, glaube ich. Oder eher so? Ich glaube eher so. So, Schiffsstartbewaffnung. Was nehmen wir denn? Ordentlich Projektil? Oder eher Energie, Raketen? Ich glaube, wir sind ja so Forscher und erhaben, wir haben ja Energiewaffen. Überlichtmethode. Ich habe ja bis jetzt schon so manches ausprobiert und würde jetzt gerne mal das Hyperraum probieren. Schiffdesign sind wir natürlich Reptilien. So. Ich bin mir fast nicht sicher, aber... Kann fast sein, dass ich das weitermache als Let's Play. Jetzt, wenn man wieder einmal angefangen hat, ist es natürlich richtig hart, dann hat man gleich wieder Bock, das zu spielen. Hätte ich jetzt vielleicht gar nicht machen sollen, ne? Eieieiei. Na okay, speichern wir mal ab. Fertig. KI-reiche, was machen wir denn? Elliptisch, Spirale, Ring. Ring, es gibt jetzt Ring. 800 Sterne. Mit Ring. Obwohl Ring ist vielleicht eher... Da ist man so eingezwängt. Man hat zwar klare Fronten, aber man kann nicht mit so vielen Diplomatie halten. Vielleicht eher nicht... Ach, nehmen wir den noch. Typische elliptische. KI-Misch dort verteile. Aggressivität, Schwierigkeit. Lass ich das auf normal oder mache ich es eher schwer? Dann lass uns mal über schwer machen. Iron-Man-Modus machen wir an.
geht los, würde ich sagen. Lassen wir mal generieren und dann. Ja. So, in den Äonen, seit die ersten primitiven Evilium-Gemeinschaften auf den windigen Ebenen von Evil Prime Form annahmen, hat sich unsere Zivilisation ausgebreitet und vergrößert. Über wissenschaftlichen Fortschritt haben wir es geschafft, den Aberglauben auszumerzen, der den Verstand unserer Vorfahren so fest im Griff hatte. Als sich Vernunft und rationales Denken unter unseren Leuten ausbreiten, lösten wir die ineffizienten Nationalstaaten auf, in denen wir bis dahin gelebt hatten, und ihre Stadt bilden wir eine Herrscherrat aus unseren renommiertsten Wissenschaftlern. Kurzer Break zwischendurch. Sowas würde ich mir für unsere Erde tatsächlich auch wünschen. Würde vermutlich mehr Sinn ergeben, aber nur mal nebenbei. Nach der Entdeckung der Hyperraumnetzwerks haben die klügsten Köpfe von Evilibrium nun die Entwicklung der ersten Warp-Antriebe abgeschlossen. Endlich können wir selbst zu den Sternen reisen. Yay, ein langer Traum. Auf geht's! So, unser System. Man sieht es hier schon, wir sind hier im Asimov-Patch. Da haben wir hier schönere, detailliertere Skyboxen. So, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ja, sieht groß aus und wir sind hier. Okay. Jetzt muss ich eh mal, also ich habe ja mit diesen Fortbewegungen noch nicht gearbeitet. Aber schauen wir uns erstmal die Forschung an. Raxuket, Guferal und Dagalenex. Okay. Neues Kraftwerk, Forschungsgeschwindigkeit. Ich denke, Forschungsgeschwindigkeit plus 5% ist noch besser, weil wir dann einfach schneller forschen. Kolonieschiff sollte ich vermutlich mit als allererstes erforschen, weil ist ja wichtig, ne? So, Ionentriebwerke 2 ist auch wichtig. Überhaupt nicht, Ionentriebwerke. Achso, ja, überhaupt, dass sich unsere Schiffe schneller bewegen. Wir haben ein Forschungsschiff, ne? Du kannst mir jetzt hier anfangen, System erkunden. Unser Konstruktionsschiff. Du kannst erstmal noch nichts machen, oder? Muss ich jetzt hier nicht diese Hyperraumportale irgendwie bauen, aber das wird sich vielleicht noch später erklären, dann wie das funktioniert. Sehen wir überhaupt? Erstmal kurz in unseren Schiffsdesigner schauen. Das ist unsere Korvette. Interessant. Gefällt mir. Konstruktionsschiff. Aha. Forschungsschiff. Und das sind unsere Transportschiffe. Okay. Brauche ich jetzt aber noch nichts verbessern. Das ist eh sinnlos. Was ich vielleicht erstmal mache. Ich lasse es mal laufen. Oberfläche. Wie sieht es denn da aus? Alles schon gebaut? Nee. Bauen wir erstmal noch einen Bergbau. Und hier bauen wir noch was zu essen. Wir müssen auf unsere Ressourcen achten, ne? Unsere Energie. Und dann im Raumhafen. Haben wir hier schon was? Nee. Wir brauchen noch ein Forschungsschiff, denn zwei Forschungsschiffe sind definitiv besser als eins. Oh, und wie ihr seht, unser Evil ist nett zu uns und wird uns etwas mit Credits versorgen. Konstruktionsschiff hier. Ja? Achso, wir brauchen ja 90. Ich warte vielleicht erstmal, dass ich mir dieses zusätzliche Forschungsschiff leisten kann. Aber halt auch die Grafik und so, ne? Das ist schon sehr cool, wie man ja so auch mit deinen Skyboxen jetzt ist wirklich. War das gespeichert? Sahne. Gefällt mir auch die Musik und alles. Also, es hat schon definitiv was. So, dann bin ich mal gespannt, wie das hier funktioniert mit unseren Flotten. So, Raumhafen. So, der Monat ist fast vorbei. Ich kann das vielleicht am Anfang ein bisschen schneller laufen lassen, ne? Danach werde ich sicherlich auf normal laufen lassen. Mal sehen, wie wir das machen. Das können wir mal wegen mir wegmachen. Wegmachen. Die Schiffe habe ich ja alle hier rechts in der Seite, da brauche ich die nicht. Aber meine Planeten lasse ich ganz gern da unten. Da kann man schön mit den Shortcuts drauf zugreifen. Hier wächst schon ein neuer.
Bin mir fast nicht sicher. Also entweder machen wir noch ein bisschen Strom. Dann machen wir, wenn es soweit ist und wir dazu das nötige Kleingeld haben. So, Forschungsschiff Nummer 2. Du brauchst natürlich einen, den wir besetzen können. Was haben wir denn hier für einen? Fehlschlag, Risiko, Anomalien, Forschungsgeschwindigkeit, neue Welten, Forschungsgeschwindigkeit, Industrie. Fehlschlag, Risiko, Anomalien. Du bist doch unser Kandidat. Du bist auch noch sehr jung. Das ist gut. Mein Freund. So, wie funktioniert das jetzt? System erkunden? Fliegst du da jetzt über diese Linie hin oder was? Interessiert mich trotzdem. Muss ich ja nicht irgendwie... Ach nee, stimmt. Das ist ja... Hier kann ich mich nur über die Linien fortbewegen. Und genau, die dritte Stufe ist dann das mit den Stationen. So war das, genau. So, wenn wir dann noch ein bisschen gewartet haben, baue ich dann erstmal da noch eine Bergbaustation. Kannst du schon mal hinfliegen. Wahaha, wir sind auf unbekannte Alpha-Aliens. Okay, es dauert nicht lang. Die Hauptwelt schwächt etwas ab. Wie fremdartig diese Kräfte erscheinen. Die ausgebliebene Kontaktaufnahme mit ihnen wird nur beiläufig erwähnt. Aha. Eine Spesamöbe. Okay, da können wir also noch nicht gleich hin. Die ist noch ein bisschen zu stark für uns. Da schicken wir die... dahin. Ah, du kannst da erkunden. Ich glaube, auf diesen Lanes fliegen die Schiffe dann auch schneller als im Warp, sind aber dann halt natürlich an diese Lanes gebunden. Das ist halt natürlich... Achso, sie verschwindet. Und was ist das jetzt? Ah, ich glaube, die sind harmlos. Okay, dann können wir das andere Forschungsschiff jetzt, ne? Wieder dahin schicken, denn die tun uns ja eigentlich nichts. Ja. So, noch ein Monat, dann können wir hier eine schöne Station draufbauen. Wie sieht es auf unserem Planeten aus? Da wird fleißig gebaut. Ja, sieht gut aus. Was? Fehlschlag, Risiko 30%. Ich lasse es erstmal vorerst in Ruhe. Da lassen wir den erstmal noch ein bisschen Erfahrung sammeln, würde ich sagen. Das ging schnell, so viel dazu. Bergbaustation bitte. Können wir uns mal anschauen, wie es baut. Nein, wieso speichert das dann da und Bergbaustation los? Kommt diese kleinen Sonden und Drohnen raus und dann wird gebaut. Ja, gefällt mir. Habt ihr ja bestimmt schon alle gesehen, ne? So. Hier müssen wir uns... Schon fertig. Oh, hier ist ein besiedelbarer Planet. Sogar 17. Gar nicht so klein. System erkunden. Ach, hier bist du auch schon fertig. Dann da. Bitteschön. Ich finde es interessant, dass wir die ganzen Lanes schon sehen. Sind aber halt alle relativ kurz, also man ist schon ganz schön unterwegs, wenn man dann Lenkradstrecken fliegen muss. Eine Bergbaustation, fertig. Juhu. 22%, das riskieren wir. Schaffst du schon. Hier drüben können wir
Forschungsstation. Forschungsstation wichtig. So, und dann flieg schon mal da in die Richtung. Vorerst in Ruhe lassen. Das ist noch zu hart. Das brauchen wir noch nicht anfangen. Hier bauen wir mal eine schöne Forschungsstation hin. Wir sind ja Forscher, wir wollen alles wissen. Wir wollen dem Universum und zumindest dieser Galaxie alle Geheimnisse entreißen, die Anzeichen für irasianische Aktivitäten in der Nähe von Evagima 8 haben sich als falsche Hinweise herausgestellt. Wissenschaftsoffizier Frelak Sott hat darum gebeten, die Suche mit der Larodoxiraka andernorts fortzusetzen. Ja. Natürlich. Oh, sieht's auch gut aus, ja. System neben uns. So. Ihr braucht bald wieder, was brauchen wir? Wir brauchen zusätzlich auch einiges an Energie. Du hast jetzt mittlerweile einen Überschuss von 4 Nahrung. Das reicht mir eigentlich noch nicht. In der Nähe dieses Gasriesen gibt es Anzeichen für Aktivitäten des uralten irasianischen Konkordats. 30%, lass ich mal erforschen. Mal sehen, ob es schafft. Wie viel kostet das, sowas wegräumen zu lassen? Oh, das kostet nicht viel. Gut, dann lassen wir das entfernen. Und da baue ich dann hier eher noch ein Stromkraftwerk für 60 dann später. Später. Wir müssen uns erstmal darauf konzentrieren, dass wir Materialien bekommen. Ja, das ist dann dein nächster Auftrag sozusagen. Aber wir haben... Schön, dann gleich zum nächsten. Oh, das sieht ja interessant aus, das System. Oh, sehr rot hier. Auch eine besiedelbare Welt. Nicht so groß, aber besiedelbar. Was jetzt? Flottenbefehl erfüllt. Das irasianische Konkordat. Wir haben auf Evagima 6 Artefakte einer uralten Alien-Zivilisation gefunden. Nach dem zu urteilen, was wir bisher von ihrer Sprache übersetzen konnten, scheinen sich diese Aliens das irasianische Konkordat genannt zu haben. Sie waren eine interstellare Macht, die vor etwas mehr als 1 Million Jahre über diese Region der Galaxie herrschte. Sie scheinen sechsbeinige, säugetierartige Wesen gewesen zu sein scheinen. Also scheinbar fehlt ja ein Wort. Es gibt mehrere Einträge, die eine Art Seuche erwähnen. Die javoranischen Pocken. Die Seuche scheint sich mit verheerender Wirkung über das gesamte Reich ausgebreitet zu haben, was möglicherweise auch ihr Aussterben bewirkte. Gefährlich! Wir sollten, ja, auch wenn es schon lange her ist, trotzdem mit Obacht den ihre Überreste untersuchen. Situation Log updated. Du bist schon fertig mit deinem Bau. Construction complete. Dann kannst du schon mal nach dahin fliegen, weil wir brauchen dann hier noch mehr Mineralien. Ich werde als erstes, ist es Priorität 1, Mineralien abzubauen, weil wir müssen ja bauen. Und solange wir noch leicht im Plus sind, werde ich hier auch keine Credits ausgeben, um unsere Bilanz zu heben. 5. Oh, einmal 3 und einmal 2. Schön. Schön blaues System, ne? Steel-Rope. Ja, guck mal, der Erika ist hier. Beta-Alien. Sollte ich vielleicht mal erforschen? Sollten wir das schon erforschen? Ne, lassen wir das mal, weil unser Kolonieschiff hat Vorrang. Wir brauchen Kolonieschiffe. Auch wenn die teuer sind. Wie sieht's eigentlich aus? Forschungstechnisch dauert gar nicht mehr ganz so lange überall, ne? Unsere Forscher geben sich alle Mühe. Was haben die denn so alles für Lebensdauer? Da ist sogar noch mal langlebiger, also Forschungsgeschwindigkeit, Industrie. Ich schau noch mal. Vielleicht können wir ja noch ein paar rekrutieren. System Survey complete.
Manchmal gibt's, die haben einen allgemeinen Forschungsgeschwindigkeitsboost. So. Du hast es schon geschafft. 7 Mineralien gibt's da. Alter Schwede, das klingt gut. Wir bauen mal relativ, erstmal... Was? Nicht alle auf einmal. Im Delta-Pavone-System sind wir auf unbekannte Aliens getroffen. Die Gamma-Aliens. Wo? Zeig. Was ist das? Es ist rot, es scheint feindlich zu sein und es ist kristallin. Okay, müssen wir uns also in Acht nehmen. Wie sieht's hier aus? Oh, da ist bald fertig der Kolonist. Das hier unten auch schon. Ehe da jetzt arbeitslos ist, sollten wir doch tatsächlich das erstmal anstreben. Na komm. So, alles klar. Damit er nicht ganz, mit ihm nicht ganz langweilig wird. So, aber ich glaube, ich höre jetzt auch erstmal auf mit. Wir speichern das mal. Achso, geht ja nicht, ist ja Iron Modus. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen für diese Kreuz- und Querreihe. Star Citizen kommt wieder, aber mal sehen, wie ich nächste Woche dann dazu komme zum Aufnehmen, eventuell. Ansonsten kann es sein, dass ich erst wieder am Wochenende eine Session machen kann. Aber es kommt auf jeden Fall, ne? Also, nicht verzagen. Es kommen dann noch mal Folgen, kommt noch von vielen Folgen. Wenn ihr jetzt das Stellaris weitersehen wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare unten rein, falls ihr überhaupt bisher hingeschaut habt. Ja, würde mich freuen. Sagt mir einfach, was ihr denkt. Und ich mache das so. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Euer Evil Bob.